Dann kommen wir jetzt einfach mal dazu, was in den letzten 5 Jahren meine Projekte waren, die ich als technischer Chefdesigner oder als Projektleiter jetzt begleitet habe. Hier geht es darum, dass wir für eine relativ große Behörde die Aufgabe hatten, eine relativ große Anwendungslandschaft von einer Legacy-Umgebung, also von einer Host-Architektur, wegzumigrieren in eine serviceorientierte Architektur auf Java-Basis, die vor allem halt auf Open Source basiert. Die Idee war, dass wir versuchten, eine ganze Reihe, also ein ziemlichen Dutzend Systeme nacheinander zu migrieren von diesen Host-Anwendungen auf serviceorientierte Architekturen. Und wir wollten vor allem das Ganze relativ einheitlich machen und relativ einheitlich betreibbar machen. Und das bedeutet, dass wir versucht haben, diese Migration in Stufen zu teilen. Und in der allerersten Stufe haben wir uns vor allem darauf konzentriert, dass wir Vorgaben erstellt haben für die spätere Erstellung der Systeme. Das bedeutet, wir haben was gebaut, was eigentlich aus 5 Bausteinen besteht. Nämlich wir haben zum einen eine Reihe von Blaupausen erstellt. Das bedeutet, wir haben fachliche Vorgaben für Architekturen erstellt. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Man sieht jetzt hier oben in einem kleinen Bildchen zum Beispiel ein Domänenmodell, was wir für unsere Software erstellt haben, wo man in kleinen gelben Rechtecken die Querschnittssysteme sieht, die wir erstellt haben für sowas wie Autorisierung und Authentisierung, für sowas wie die Ablage von bestimmten Fachdaten wie Behördendaten, für sowas wie biometrische Suche in bestimmten Fällen, für sowas wie das Abbilden und das Prüfen von Schlüsselwerten und Ähnliches. Wir sehen daneben blaue und orangene hochkantige Kästen. Die orangenen hochkantigen Kästen sind sogenannte Register, die wir sozusagen in Domänen dann aufgeteilt haben, die dann datenhaltende Systeme sind, welche sich vor allem für das gesetzeskonforme Ablegen von Daten und die darum sich drehenden Logiken und Regeln und Berichtspflichten drehten und darüber in blauen Kästen dann vor allem die Geschäftsanwendungen und Prozesse, welche auf diesen Daten dann aufgesetzt wurden, um halt die eigentlichen Benutzerschnittstellen bereitzustellen, die eigentlichen Logiken zu implementieren, die eigentlichen Workflows zu implementieren. Hierfür haben wir halt ganz klare Vorgaben erstellt. Wir haben Referenzarchitekturen für derartige Systeme erstellt, um zu sagen, aus welchen Komponenten bestehen solche Systeme, wie teilt man die Logik solcher Systeme standardmäßig auf. Wir haben technische Referenzarchitekturen erstellt, die halt sagen, wie sieht die Schichtentrennung in den Systemen aus, wie sieht der Komponentenschnitt in solchen Systemen aus, wie arbeitet man mit Transportobjekten in solchen Systemen, wie arbeitet man mit Exceptions, mit Fassaden, mit aspektorientierter Entwicklung und Ähnlichem. Oh, das war schlecht. Das heißt, wir haben prinzipiell eine Referenzarchitektur entwickelt. Diese Referenzarchitektur stützt sich dann auf bestimmte Bausteine, welche wir entwickelt haben. Es gibt halt neben jetzt den Querschnittssystemen für, wie ich schon gesagt habe, sowas wie Authentisierung, Autorisierung oder Ablage von Daten oder Erstellung von PDF-Dokumenten oder ähnliche Systeme, halt auch Bibliotheken zum Loggen, zum Protokollieren, halt für alles, was man sich sozusagen vorstellen kann, Spooling und so weiter, die einmal erstellt wurden und dann in jetzt 15 Systemen wiederverwendet wurden. Das heißt, wir konnten uns voll in den Systemen auf die Fachlichkeit konzentrieren und die Technik war einfach durch vorhandene Komponenten da. Zum anderen gibt es eine Plattform. Hier geht es dann vor allem um Server, um Netzwerke, um Betriebskonzepte, um eine vorhandenes Oracle-Cluster als Datenbank. All das war vorhanden und konnte verwendet werden. Wir haben eine Methodik aufgebaut. Das heißt, wir hatten für die Systemspezifikation, für die fachliche Spezifikation eine Methodik. Wir hatten für die technische Konstruktion, für die Systementwürfe eine Logik.
Und wir haben das sozusagen alles konform zu dem im öffentlichen Umfeld gebräuchlichen V-Modell XT erstellt. Und als letztes haben wir eine ganze Reihe an Werkzeugen, die sich vor allem halt um das Softwarestellen selbst drehten. Sei es jetzt, dass wir Nike-Bildwerkzeuge hatten, dass wir für die Nachverfolgung von Fehlern und Bugs entsprechende Werkzeuge hatten, dass wir Generatoren hatten, die im Rahmen der Modellierung aus der fachlichen Modellierung schon Teile der technischen Modellierung generiert hatten oder aus der technischen Modellierung dann entsprechende Codebestandteile und Code-Rümpfe erstellt haben. Und all das zusammen hat uns dann halt in die Lage versetzt, zum einen sehr, sehr günstig und effizient Systeme zu bauen und zum anderen diese Systeme so analog und vergleichbar zu bauen, dass der Betrieb und die Wartung extrem effizient durchgeführt. Sie sehen unten rechts noch ein Feld Dateien. Hier haben wir die Präsentation auch nochmal als angehangen im Download-Bereich. Und ich werde auch gleich die Ergebnisse nochmal veröffentlichen. Wir haben das Ganze auch aufgezeichnet, damit man es sich nochmal anschauen kann. An der Stelle bedanke ich mich auch nochmal für Ihre Teilnahme an der Stelle, für die vielen Fragen, für die rege Diskussion. Und jetzt haben noch nicht alle abgestimmt. Einen Moment warten wir noch mal. Aber es zeichnet sich schon ab. Ich veröffentliche es hier mal an der Stelle, dass Sie es alle sehr gut fanden. Dann war es das an der Stelle von meiner Seite. Bedanke mich recht herzlich und ja, wünsche noch einen schönen sonnigen Dienstagabend. Vielen Dank. Vielen Dank.